Was los, Leute? Willkommen zurück zu Fallout 3. Wir sind hier stehen geblieben in der... Irgendwo am Arsch der Welt, weiß ich gar nicht mehr, irgendwo. Auf jeden Fall latschen wir jetzt erstmal weiter. Wohin geht's denn heute? Ah, genau, in den U-Bahn-Tunnel oder so. So, dort haben wir wieder Bestrahlung. Ich bin so schön verstrahlt. Kennt jemand das Lied von euch? Einfach mal bei YouTube eingeben. So schön verstrahlt ist ein echt cooles Lied, empfehle ich. Aber jetzt erstmal Concentration, nicht, dass sie gleich Gegner auf uns springen oder so. Lenkt mich nicht ab. So, jetzt mal kurz gucken, was wir so alles finden. Nix. Interessant. Cool. Ich glaube, wir... Ich weiß nicht, ob wir die Waffe wechseln sollen, weil hier werden sicher Gegner sein. Deshalb krieche ich jetzt lieber hier entlang. Weil wenn man kriecht, dann entdecken sie dich nicht so schnell. Meine Freunde, wo seid ihr? Keiner da. Das ist natürlich gut so. Ich mag es lieber, wenn keiner da ist. Nur jetzt weil... Oh. Da habe ich was auf der Karte gesehen noch, unten links. Und wir müssen weiter geradeaus latschen. Oh, bis ans Ende da. Guckt euch um. Oh, oh. Kommt es direkt auf uns zu? Ich weiß es nicht. Wir nehmen lieber eine andere Waffe oder wir behalten die Waffe. Ich weiß es nicht, ob die Waffe durchschlagkräftig genug ist oder nicht. Ich stehe mal kurz auf, aber wenn ich aufstehe, dann sehe ich die Gegner nicht. Hallo? Hallo? Hier ist keiner. Obwohl ich rote markierte Punkte sehe. Da! Und da oder so. So, wilder Ghoul. So. Und zwar direkt in deinen Kopf. Tat! Weg bist du! Muchacho! So, jetzt nochmal. Noch jemand? Noch jemand macht Probleme. Am besten wir stehen auf. Na los, komm her! Oder kommst du von oben? Ach du Kacke! Ich brauche eine bessere Waffe, wo ich, weiß ich nicht. Am besten eine gute Waffe. Impulsgranate, bla 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 bla. So, chinesisches Sturmgewehr, dazu haben wir ja wieder ein wenig Munition. Nehmen wir mal. So, wir gehen erstmal hier nach oben. Da haben wir einen. Sei ruhig! So, als erstes hier schön... Erstmal gucken wir die Prozentzahlen an. Hier 70%, aber was 70%? Linker Arm 70%, dann der Kopf 46%. Und dann hier nochmal. Und dann soll es tot sein. So, Tats, Tats. Oh, daneben. Aber du bist eh schon tot. Perfekt. Ey, besser kann es gerade nicht laufen, wa? Okay, außer dass hier irgendwo noch mehr sind. Hallo? Blöder Ghoul. Ah, Vergiftung. So, wir gehen langsam hier hin. Da hinten ist einer. Oh, hat er uns jetzt entdeckt? Glaub schon. Ja, ja, doch, 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 doch. Ah, den haben wir. Sag ich doch, den haben wir, der hat mir gehört. Sehr schön. Bis jetzt verläuft alles schön friedlich. Naja, was heißt hier friedlich? Friedlich für mich, nicht friedlich für die. Aber wen interessiert's, ne? Verschlossen. Leicht. Das war ja ziemlich schwer. Oh Mann, machen wir gleich mal Tür wieder zu am besten. Nicht, dass mir hier noch jemand reinkommt. So, was haben wir hier jetzt noch liegen? Oh Gott, ich höre ihn laufen, aber wo ist er? Von da kommt er. Aber egal, jetzt hier haben wir erstmal Dienstbuch der Elektronik. Elektrischer Leiter und Sensormodule. Wir haben gar nicht... Haben wir hier noch etwas? Nee, das war's, wa? So, komm her, mein Kumpel. Zack, 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 zack! Tot bist du in dein Hals, Alter! So, Psycho hattest du. Sehr nice, hattest du wenigstens eine nützliche Sache mal dabei. Blöder Ghoul, ey. Von wo, von wo, von wo, von wo, von wo? Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Von wo?
Stöhn nicht so und zeig von wo du kommst. Ach da. Wollen wir das Auto zum Explodieren bringen? Tats, tats, tats. Und da brennt es auch schon. So, jetzt schnell hier weg am besten. Jump, mein Freund. Na los, komm. Tats! Ich hoffe, ihr explodiert nicht noch mehr. So, jetzt am besten noch die Waffe ändern. Weil wir nicht mehr so viel Munition haben. 10 mm, man macht hier 5 Schaden, ist okay. Na, mein lieber Ghoul, lebst du denn noch? Oh, hört sich so an, als würdest du noch leben. Das hört sich wirklich so an, als würde der noch leben. Ah! Na, kommt her! Wohin latscht ihr denn immer? Oh, ich hasse Waffen, die so langsam schießen, ey. Geh nicht weg! Wohin gehst du, mein Kumpel? Komm, das schalten wir mit dem VATS aus. Und zwar schön in deinen Kopf. Cut! Das war doch mal eine geile Action gerade. Und ich habe mal wieder gewonnen, wie immer. Wer hätte es gedacht? Tja, keiner, ne? Natürlich ich nur. So, mal gucken, was wir da oben haben. Ein Ausgang. Schon mal wieder. Nur unnötiges Zeug hier. Vielleicht ist da ja oben so ein Computer, ein Terminal oder so. Was wir dann mal hacken können. Oder einfach nur noch mehr Gegner. Das kann natürlich auch sein. Da haben wir gleich mal das Terminal. Sehr schön. Das hacken wir am besten. Nur letztes Mal, müssen wir auch sagen, hat uns der Typ angegriffen, ja? Der hat uns echt angegriffen, dieser scheiß Roboter. Warum auch immer. Ich habe dem noch nicht mal was getan. Ich war so freundlich zu ihm und da macht er mir so einen Kack hier. Da ist ein Zettel oder so, wa? Nee. Echt, und dann greift er mich einfach an. So, wo ist das Terminal da? Ach, 50? 50? Ach, fick dich, dann hole ich dich da nicht aus deiner Blechbüchse raus, ey. Oh, Blutspuren. Soll ich jetzt Angst haben? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, wir gehen da einfach mal rein. Hallöchen! Ist hier irgendein Kumpel oder so? Ein Freund? So, wir gehen gleich lieber dort, wo die Blutspuren sind. Was sagt ich? Hier gibt's die besten Sachen, du. Schatz! Boots mit einem Shot, Alter, bist du schlecht. Einfach nur schlecht bist du. Kackgul. Ja, ich hoffe, hier kommt nicht noch einer. Was hattest du denn hier? Deine Leiche liegt mir im Weg. So, das konnten wir wenigstens noch nehmen. Verpiss dich. Chinesische Sturmgewehr. Oh, so viel Munition liegt da und ich komme nicht daran. Geh jetzt weg, Mann. Alter, gib mir die Munition hier. Blöder Ghoul, Alter. Willst du mich gerade verarschen? So, danke. Weg da. Ich hoffe, da ist nichts mehr. Was haben wir denn noch hier? Nichts außer die Leiche. Unser chinesisches Sturmgewehr. Auf jeden Fall. Aber können wir auf jeden Fall jetzt upgraden. Naja, nicht upgraden, aber wieder reparieren ein wenig, damit es wieder ein bisschen besser funktioniert. So, ich glaube, hier gibt es auch nichts mehr. Dann können wir mal wieder aufstehen. Nicht, dass es so langsam dauert, wie immer. Und renne hier erstmal durch, so. Ach so, the fuck! Ach so, da bist du. Katz! Mit einem Schuss, die ganze Zeit mit einem Schuss. Das ist so genial. Das gefällt mir einfach. Das ist so krass, ey. Na, Bleistift kannst du behalten. Brauch ich nicht. So genial, ey. Besser kann es gar nicht gehen. So, hier können wir nochmal trinken. Oh, wozu habe ich eigentlich jetzt getrunken? Eigentlich voll unnötig. Naja, egal, für die Vergiftung, ne? Das Wasser schmeckt ja aus gute Wasser. Ist Spezialwasser aus Radioaktivität. So, wohin führt denn das hier? Raus führt das ja. Wer hätte das gedacht, ne? So, die Tür ist auf der anderen Seite, na toll. Mal gucken. Ich erkenne hier mal wieder gar nichts. Ist voll dunkel, finde ich, das Game. So, gehen wir erstmal mal raus. Mal gucken, wo wir rausgeschissen werden. Auf welchem Ort. So, Pennsylvania, keine Ahnung. Das Technische Museum für einen gehackten Computer 2. Eingenommen ist Simbugs 25. Krass. Sind wir echt? Wow.
Sobald sie das extra Auftragskiller irgendwas da, das muss ich mir nochmal durchlesen, wenn ich mir das Video angucke. Ah. Ah. Nicht gut. Was ist das? Wo sind wir hier? Jetzt erstmal nachgucken, wo wir hier sind. Und war auf der Weltkarte am besten. So, also dort ist der Radiosender, ja? Nein, dort ist das Technische Museum, sagen wir mal so. Was ist das hier? Hallo? Ei! Ach, du bist es. Wollen wir dieselbe Waffe nehmen wie die? Mal gucken, wer hier besser zielen kann von euch. Waffe, chinesische Sturme oder wir sind unten, ja? So, zack, am besten hier. 26% nur. Ja, egal. So. Echt, haben wir fast gar nicht getroffen. Steh auf! Alter, jetzt lade! Na! So, jetzt warte mal kurz hier. Dürfte ich mal bitte? Daran, danke. Wie geht eigentlich unsere Jagdflinte? Ist die überhaupt in Ordnung? Hier war die. Jagdflinte 42, unsere 43. Das ist doch mal unsere. Ist tausendmal besser hier. So, nimm mal unsere Jagdflinte in die Hand. Wir wollen ja nicht als unfair gelten. Da bist du. Zack! Komm. In deinen Kopf, ey. Tats! Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nochmal V drücken. So, nochmal in deinen Kopf. Da, daneben! Komm, zielen lernen wir noch. So, nochmal. Tats, wir haben ihn zwar getroffen, aber naja. Komm, von so nah, dann musst du doch den Kopf treffen, du. Können wir überhaupt was treffen hier? Zack! Alter, wie eure Köpfe immer so schön kaputt gehen. Das gefällt mir einfach nur. Wie ich immer drauf geil bin, ey. Zack, Kack-Super-Mutant, ey. Kann man irgendwie zwei Schüsse auf einmal abgeben? So, jetzt werde ich unfreundlich. Du, jetzt werde ich unfreundlich, mein Kollege. Jetzt reicht's hier langsam. So, erstmal hier Hilfe. Und zwar Schadenresistenz, ja. Jetzt werden wir mal sehen, wie das hier abgeht. Und zwar trinken wir noch ein paar Nuka-Colas hier. Sehr schön, damit es uns ein wenig besser geht. AP, weiß ich nicht, was es ist, aber ganz bestimmt lecker. Hundefleisch können wir auch noch essen. So, reparieren um 1 erhöht, sehr schön. Strahlenresistent brauche ich jetzt nicht so, ne? So, hier können wir zweimal nehmen und dann am besten noch ein Psycho. Und dann haben wir hier so eine schöne Sicht und dann nehmen wir noch eine andere Waffe. Und zwar nehmen wir mal Kampflinter, da haben wir nur noch 4 Schuss. Ach, das Lasergewehr. Das ist doch mal okay. Komm her. Komm her, mein Kumpel. Ganz nah an dich ran und zwar schön an deinen Kopf ran. So. Was, du hast überlebt? Was steckt da sich echt dahinter, ey? Was für eine Pussy, Mann. Was für eine Pussy du bist. Guck dich an, du Kack-Mutant, ey. So, wer macht hier noch Probleme? Von wo? Ah, von da. So, versuchen wir mal einfach in seinen Kopf hier reinzuschießen. Natürlich daneben. Oh, den haben wir getroffen. Na, geht noch besser. Guck mal, da trifft ich sogar fast den Kopf, ey. So, du kannst gar nicht zielen, wa? So, dich hätten wir getroffen. Du wirst dann down. So, die Aktion ist vorbei, ne? Jetzt gehen wir nochmal schnell den Typen hier plündern. Schade, dass wir nicht deine Rüstung anziehen können. Aber ich glaube, die wäre auch etwas zu groß für mich. Aber obwohl, die hätte ganz schön viel Schadenresistenz, glaube ich, seine Rüstung. Oder nee, naja, die sterben eigentlich ganz schön schnell. Na, ich wollte eigentlich noch was erzählen, wa? Das vergesse ich jetzt die ganze Zeit wegen der kleinen Aktion. Hier Schrotpatronen haben wir wieder, Splittergranaten. Ja, nimm, wenn ich schon anfange hier was zu nehmen, dann nimm alle. 5mm Schuss. Alter, das ist das Rakete zweimal. Geil, jetzt haben wir noch... Geil, einfach nur geil. Was ist das hier? Blutbeutel. So, Kronkorken, verstümmelter Torso. Ich glaube, das kannst du behalten. Verstümmeltes Bein kannst du auch behalten. Aber die Kronkorken, die kann ich nehmen. Habt ihr alles aufgeteilt oder was hier? Oh, 308 Kaliber. Was haben wir hier noch? Billardkugel und Lederrüstung.
ziemlich schlecht hier. Ödländer, dich hatten wir schon. Oh, du, hier, du hast noch eine Pistole und sogar eine Lederrüstung. Brauche ich nicht. Warum habt ihr nie was Besseres dabei? Lederrüstung, Polizeiknüppel, Lederrüstung. Wert 20, schlecht. Oh. Lederrüstung wert 20, immer noch. Na komm schon. Oh, du hast sogar eine chinesische Pistole, aber die brauche ich auch nicht. Alter, könnt ihr gar nichts Besseres bei euch haben? Zum Beispiel, okay, Haklanger geht noch klar, aber hier... Holzhammer geht ja gar nicht klar, ey. Den kannst du dir irgendwo reinstecken, den Holzhammer. Mann! So, ich gehe mal hinter das Haus nochmal gucken. Was wird mir eigentlich hier so angezeigt, diese kleinen Pfeile? Ist das ein Gebäude, wo wir rein können, oder warum? Nee, glaub nicht, oder? Nee. Oh, aber wir können da weiter. Wir können alles erkunden. Leute von heute, Alter. Oh, Mann, ey. Da hinten ist eine Figur oder so. Ich gehe da mal hin. Da rennt einer. Da rennt einer, den fangen wir ab. Oder auch nicht. Wohin rennst du? Hä? Ach nee. Ach, keine Ahnung. Weiß nicht. Vielleicht kam es mir auch nur so vor. Ich glaube, ich werde schon verrückt von dem Spiel hier. Oh, da gibt es immer diese kleinen lustigen Kammers hier. Mach mal auf das Teil. Okay, ist hier. Wow! Alter, erschreck mich doch nicht so krass. Nein, ich will hier eigentlich die Munitionskiste. Genau. Sehr leicht. Na, toll. War echt schwer, ey. Aber warum warst du da drin? Eigentlich ist das doch für Menschen gedacht, meiner Meinung. So, wir entdecken hier jetzt noch ein wenig herum, so. Ach, das ist auch ein Eingang, oder was? Perm Abbey East. Okay, wir haben was Neues entdeckt, glaube ich. Wir entdecken weiter. Der kleine Pure Life LP will was entdecken. Yahoo. Aber irgendwie sieht hier alles so kaputt aus. Warum bloß? Hat da jemand was Böses getan? So, mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas Spezielles sogar finden oder so. Also wir können echt viele Orte entdecken. Ich glaube, im nächsten Part machen wir erstmal so einen kleinen Entdecker-Part, bevor wir die Mission weitermachen. Und im nächsten Part, da wollte ich eh was Spezielles machen mit einem kleinen jungen Herren. Naja, Leute, was wollte ich... Ah, genau, ich habe noch einen Mythos für euch. Also mein Kumpel hat jetzt gestern recherchiert. Und zwar gibt es beim Galaxy News Radio etwas sehr Interessantes. Es wird besagt, dass wenn man Tree Dog tötet, den anderen Sender kaputt macht sozusagen und die Mission überspringt, na, warum habe ich jetzt den Pümpel genommen, dann hört man Morsezeichen. Und diese Morsezeichen weisen, sind sehr, sehr interessant, wie soll ich das sagen? Also, das ist so eine Hervorsage. Das Spiel kam 2008 und es sagt hervor, dass 2010 zum Beispiel ein bekannter Schauspieler stirbt. Was ist daran? Das, warum? Woher weiß der das? Auf jeden Fall will ich das nicht machen. Also ich will nicht Tree Dog umbringen, weil ich den Typen... Ich finde ihn chillig. Ich mag ihn. Und auf jeden Fall hört man dann auch so Nachrichten wie... jetzt muss ich aus dem Kopf denken. Es wäre besser, wenn ich das vor meiner Fratze hatte. Hätte dieses Text stehende irgendwas da. Auf jeden Fall hört man dann so Nachrichten wie... Oh, ich hoffe, das Abendessen wird heute gut sein. Oder irgendwie so, auf jeden Fall Tree Dog redet das dann. Oder man hört halt, oh. Ey. Söldner. Hallöche, Mikrofusionszelle und ein Lasergewehr und einen Hinweis auf Sprengstoff in Pennsylvania, ey. So, da können wir gleich mal nachfragen. Wo war das? Hilfe, Stimpack, sonst was. Auf jeden Fall ist es ganz interessant, dass ich packe das einfach in die Beschreibung, die Seite, wo ich das auch gefunden habe noch. Wo ist denn das? Also wir müssen da wieder rein, ja, aber ich will hier schön alles entdecken. Wir haben ja bisher nicht so viel entdeckt. Hey, Notizen, da. Zugang zum Washington-Monument. Notizen zum Aktivieren, Aufgabe anzeigen. Ah, okay.
Aufgrund eines Sicherheitsproblems muss er das Kennwort für das Terminal, das er in Washington Moment steuert, kürzlich geändert werden. Das neue Kennwort lautet Renfield. Paladin Bearings 2, Abteilung, okay. Der Sprengstoff wurde, wie vorhin, entlang der Pennsylvania Avenue gelegt. Der elektrische Schalter befindet sich auf der ersten Stufe des Gerüsts an der PA Avenue. Einfach den Schalter umlegen, in Deckung gehen und sich auf eine Höllenspektakel. Geil! Ein Höllenspektakel, etwas für mich? What the fuck? War das etwa schon hier? Oh oh. Irgendjemand greift mich an. Hä? Aua, aua! Alter, dass du dir sowas leisten kannst. Schieß doch schneller, du blödes Teil! Okay, jetzt reicht's. Wir müssen ein anderes Gewehr hier rausnehmen. Jetzt fahren wir hier richtig harte Sachen auf. Was haben wir hier? Was hier haben wir hier? Shinies Gewehr. Heckenschützen, Kack. Impulsmine, den Kack. Wie viel Schaden machst du? 13. Du machst 27 Schaden, aber nur... Alter. Ey, Karamba! Wow, geh schnell in das Menü rein. Was haben wir hier? AP, AP, Schadenresistenz, Mentazer. Jetzt müssen wir uns wieder wehren. Ne, die darf ich nicht essen. Radix, nein, 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 nein. Schmutziges Wasser. Schmutziges Wasser willst du mir hier anbieten. Okay, trinken. Stimpak. Mach ich mal zweimal hier. Okay, jetzt reicht. Komm, ich muss irgendeine Waffe. So. Splittergranate, Sturmgewehr. Wie wär's damit? 8 Schuss. Oh, wie wär's damit? Oh. Tats! So, jetzt tut mir leid. Ihr seid echt gute Freunde von mir, aber... daneben noch, ey. Du, sag mal. Komm mal hierher. Ey, die können sogar plündern. Habt ihr das gesehen? Die können plündern. Alter, die können sogar andere Sachen plündern. So, pau. Ja. Ja, Witz. Willst mich doch verarschen, Alter. Tats in deinen Kopf. Tats in deinen Kopf, ey. Tats in deine Rüstung. So. Oh, und hier ist der Schalter. Okay, den Schalter haben wir gerade umgelegt. Und jetzt können wir hier noch schön alles verbessern, Waffenlos. Nein. Schleichen. Kleine Waffen. Reparieren. Schleichmedizin Dietrich. Tats. So, Dietrich haben wir schon mal auf 50. Das ist dann schon mal gut, ne? Dietrich, ganz gut. Sprengstoff. Jetzt haben wir nur noch 4 zur Auswahl. Und zwar machen wir da mal... Machen wir da mal... Machen wir da. Na, was machen wir da, ne? Kleine Waffen. Machen wir auch mal hier 2. Und dann gehen wir auch noch auf Energiewaffen und dann ist alles in Ordnung. So. Ach, hier können wir auch noch. Ach, du Scheiße, können wir. Oh Mann, mit dem extra Schatzsucher finden Sie einen Behälter wesentlich mehr Nuka-Cola, Kronkorken als sonst. Revolverman. Solange Sie eine Pistole mit einer Hand zu bedienen ist, erhalten Sie einen Bonus von 25%. Okay. Härte. Mit dem extra Härte erhalten Sie weitere 10% auf den gesamten Schadenresistent bis zum Maximum von 85%. Wow. Fügen Sie mit Ihrer Waffe 5% mehr Schaden zu. Mit dem extra, jedes Mal, wenn Sie Wasser aus einem eine Strahlung auf, okay. Windhund. Mit der extra Windhund können Sie Ihren Charme einsetzen und Leute Verständnis. Mit der Toll. Eiserne Faust, das hatten wir schon. Schatzsucher, nein, was wollte ich machen? Härte. Das machen wir. Wir sind ein ganz harter. Kabum! Alter! Es geht ja bis da nach hinten. Oh, warum haben wir das nicht gleich gemacht? Da musste ich diese Kack-Supermutanten gar nicht mehr angreifen. Mann, was soll das? Immer auf mich, ey. Ihr seid solche Arschlöcher, Mann. Immer weg. Warum, ey? Da kann man sich echt aufregen.
So, ich hoffe, ihr habt wenigstens was dabei. Na, du nicht, ja? Bei dir? Hat dein Kumpel alles. Was? Willst du mich gerade? Du willst mich verarschen. Ja, ich hab doch gesehen, dass ihr Waffen in der Hand hattet. Alter, du willst mich roffeln. Und wenigstens hast du hier was dabei. So, jetzt ist der Weg ganz schön leer gesprengt hier. Oh. Wir müssen auf jeden Fall... So, Entdeckung. Pan Airways. South. Also, andere Seite, ne? Logisch. Okay, wir müssen auch irgendwo Schluss machen. Ich glaube, wir machen es einfach bei dieser Station hier Schluss. Genau, wir machen bei der Station hier Schluss und sehen uns beim nächsten Mal. Na dann, Leute, bis morgen. Bis dann, ciao.